Liebe Freundinnen und Freunde, letztes Wochenende in Florenz war dieses europäische Treffen, das angeknüpft hat an das Sozialforum von 2002, also vor 10 Jahren. Es waren natürlich jetzt auch viele andere Aktivistinnen und Aktivisten aus den neuen Bewegungen dabei. Tommasi Fattori vom Organisationskomitee erklärte in seiner Eröffnungsveranstaltung Rede, wären die kollektiven Analysen und Vorschläge, die beim ESF 2002 erarbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, in die Politik eingeflossen, hätten sie Europa und die Welt davor bewahren können, in die schreckliche wirtschaftliche, umweltpolitische, soziale und Demokratiekrise zu schlittern, die heute herrscht. Beim Rückblick auf die letzten 10 Jahre wurde aber auch festgestellt, dass es Versäumnisse gab in den Bewegungen. Es ist nicht genug gelungen, die Zersplitterung aufzuheben und an wichtigen Punkten gemeinsame Aktionen durchzuführen. Das soll sich bessern. In 5 Themenperspektiven wurde an die positiven Erfahrungen und Entwicklungen angeknüpft und weitere Schritte diskutiert. Also in der Frage Demokratie, Finanzen, Schulden- und Armutspolitik, arbeitsbezogene und soziale Rechte, Gemeingüter und öffentliche Dienstleistungen, Europa im Mittelmeerraum und in der Welt. Darunter natürlich auch die Fragen von Krieg und Frieden. Florenz verstand sich als ein Schritt in einer europäischen Roadmap. Es wurde diskutiert, wie die Aktivitäten verstärkt und verbunden werden können. Vor allem wurde herausgearbeitet, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir sowohl national als auch international, also europaweit, unsere Kräfte bündeln. Alle müssen zusammenfinden. Sogenannte neue soziale Bewegungen mit Gewerkschaften, als auch mit fortschrittlichen linken Parteien. Als deutliches Beispiel wurde Syriza in Griechenland gesehen. Und die Freunde aus Griechenland haben klargestellt, wir können, selbst wenn wir die nächsten Wahlen gewinnen, keine positive Entwicklung auf Dauer halten, wenn nicht im Rest Europas sich was tut. Wenn es da nicht einen massiven Kampf gegen die Politik, der, wie bei uns immer schön gesagt wird, sogenannten Märkte gibt. Aber es handelt sich nicht um gesichtslose Märkte und unübersichtliche Finanzverwicklungen, die uns gegenüberstehen. Ursache der Krise mit allen ihren Erscheinungen ist das kapitalistische Wirtschaftssystem mit seiner Höchstprofitlogik. In allen Veranstaltungen, bei denen ich war, und man kann ja immer nur einen Teil der Veranstaltungen besuchen, wurde als ganz dringende Aufgabe der heutige 14.11. die Solidarität mit den Streikenden in vielen Ländern Europas genannt. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute wenigstens diese Veranstaltung in München machen, wie auch in vielen anderen Städten, auch wenn wir bei uns keine Streiks haben. Einige nächste Schritte für koordiniertes Handeln wurden in Florenz verabredet. Zum Beispiel ein gemeinsamer Aktionstag anlässlich des EU-Frühjahrsgipfels im März nächsten Jahres in Brüssel. Ein wichtiges Thema dieser Mobilisierung wird die konsequente Ablehnung der Pläne für eine neoliberale Fiskal- und Wirtschaftsunion sein. Wir wollen alles daran setzen, die Umsetzung dieses autoritären, antisozialen Vorhabens zu verhindern, betonte Stefan Stierle von der ATTAC-Projektgruppe Europa. Als weiterer wichtiger Meilenstein im nächsten Jahr ist genannt die Blockupy-Aktionen im Mai 2013 in Frankfurt. Und als Höhepunkt des Treffens in Florenz kann man die Vorstellung des Alter Summit betrachten. Es geht dabei um einen Diskussionsprozess europaweit von sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und alternativen Wirtschaftswissenschaftlern mit dem Ziel, gemeinsame Forderungen zu entwickeln und Aktivitäten zu koordinieren. Dieser Prozess, zu dem alle eingeladen sind, wird Anfang Juni in einen großen alternativen Gipfel führen, der in Athen stattfinden wird. Die Message von Florenz heißt, lasst uns gemeinsam arbeiten an einem Stopp der Austeritätspolitik, an der Streichung illegitimer Schulden und einer Umverteilung des Reichtums von oben nach unten für ein Europa der Menschen und nicht des Profits. Der heutige 14. November stellt einen gewaltigen Fortschritt
im europaweiten Kampf gegen die Austeritätspolitik dar. Zum ersten Mal haben Gewerkschaften mehrerer europäischer Länder, sind jetzt alle schon genannt worden, zu einem Generalstreik am gleichen Tag aufgerufen. Der Europäische Gewerkschaftsbund hatte diesen Tag zum Aktions- und Solidaritätstag erklärt. Ein Fortschritt ist auch, dass sich der DGB und einzelne Gewerkschaften diesem Aufruf angeschlossen haben. Und überall finden heute Aktionen im Schulterschluss mit der TAC, der Bewegung der Empörten, Occupy und anderen statt. Wir lassen uns nicht abspeisen mit der Alternativlosigkeit, die die Herrschenden predigen. Wir wissen, es gibt eine Alternative und wir kämpfen weiter dafür.